Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin hier mit meinem Bruder, Cedric. Genau, weil mega viele haben voll gewünscht, dass ich mal mit ihm ein Video mache. Und tada, da ist es. Genau. Sie bezahlt mich. Damn, it feels good to be a gangster. Wir hatten eine richtig geile Idee gehabt. Und zwar haben wir im Internet so ein paar Sachen gefunden. So Sachen, die unmöglich sind. Und wir auch ausprobieren wollen, ob sie wirklich unmöglich sind. Also zum Beispiel, dass man Zimt... Das mit dem Zimt. Das ist ziemlich bekannt, dass man Zimt ins Maul nimmt mit dem Löffel und es nicht geht und rausspuckt. Und wir wollen jetzt dem Ganzen auf den Grund gehen. Also sie hat die Hälfte rausgesucht und ich habe die andere Hälfte rausgesucht. Genau. Let's go. Ich muss sagen, wünsche ich euch viel Spass. Ah, das ist verkackt. Ich check das doch nicht. Du sagst mir nicht, du musst einfach klatschen. Nochmal. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spass. Also, fangen wir mal an mit. Ich würde sagen, wir fangen gerade mal wirklich mit dem Zimt selber an. Also, wir haben hier zwei Löffel und Zimt. Und jetzt tun wir mal das ganz füllen. Ja, ich glaube, man muss. Wir haben da Plastikkübel. Warte, ich mach's da drauf. Wir haben da Plastikkübel, falls wir es nicht aushalten. Aber wir zeigen euch, dass wir das Ganze können. Ich glaube, es ist unmöglich. Doch. Du musst das rein tun, du Holz. Aha. So. Kennt ihr das? So Zimt, das ist so... Das ist die Plastik. Es ist so ein Weihnachtsgefühl. Es ist so... Oh. Übrigens, ich habe mir schon vorgenommen, dass ich so ein paar Weihnachtsvideos mitmachen. Ich habe hier so meinen schönen Weihnachtsbaum. Hallo da. Ich habe das noch nie gemacht. Hast du das schon? Ich habe es noch nie gemacht. Ich habe es aber schon gesehen. Ja, und ich wollte es immer wollen machen eigentlich. Weil ich glaube nicht, dass es nicht geht. Ich glaube, dass es nicht geht, aber ich weiß ja, wieso es nicht geht. Salut. Cheers. Eins, zwei, drei. Es ist nicht möglich. Es ist voll easy, aber sobald man es... Wenn man es probiert, aber schlucken, dann war es. Nein, ich kann so ein bisschen lachen, dann habe ich es eingeschnupft und dann war es vorbei. Oh, du brühlst! Was, ich brühl? Yeah! Fuck off! What do you do? So, wir kommen zum nächsten. Und zwar sind das zwei Bücher so ineinander gefallen. Aber Seite nach Seite, einfach so. Ja. Und die kann man nicht auseinanderziehen. Was? Du kannst die nicht auseinanderziehen. Als ob! Hey doch, einfach so. Okay. Oh. Ich kann immer noch. Alter, der Zimt ist. Mach das nicht nach! Okay, sind wir ready? Achtung, fertig. Ja, du musst schon verworren. Du musst schon verworren. Ich habe es auch noch nie probiert. Ah. Sag mal. Wir kann. Hä? Kannst du mal eins und dich? Alter, nicht okay. Eins, zwei. Nur ich verliere das Buch. Sieh mir, ich mache eben. Okay, es geht glaube ich nicht. Hä? Das Hä ist ganz einfach. Ich gib's auf. Okay, das haben wir wohl. Wir haben bis jetzt noch nie bestanden. Das nächste ist, das ist echt ganz simpel. Und zwar ist, das können glaube ich viele Menschen, und zwar ist das mit einer Augenbraue aufzutun. Kannst du das? Das kann ich. Aber mit anderen nicht? Nein, kann ich. Nein, Ich habe es nur mit links. Gut, ich habe echt grosse Hände. Oh. Ah. Alter, das wirkt mich. Das geht eh nicht. Das habe ich. Also ja. Ich will das dir nicht. So, jetzt kommt das nächste. Und zwar geht es darum, man schafft es offensichtlich nicht in einer Minute. Ich habe es wirklich geschafft.
ein Toast essen. Das ist bist du sicher, dass das gemeint ist? Ja, das ist ein Toast. In eine Minute. Ich mache einen Timer. Okay. Achtung. Fertig. Los. Muss aber schlucken. Mhm. Aber schlucken schon. Du musst alles genug gut befürchten. Mhm. Wir kommen zum nächsten. Ich habe zwei Versionen davon gesehen. Man kann so mit Zeigefinger und Daumen kein Ei zerbrechen. Und man kann kein Ei zerbrechen so. Also wenn man es da so in der Mitte hat, dann kann man es zusammen. Und wir haben schon mal Schüsseli parat gemacht, falls es gleich geht. Dann können wir uns noch ein saftiges Spiel gleich. Ah! Oh! Können wir machen? Ich kann. Achtung, fertig. Das Bett ist auch von einem Ei. Oh, mein Fett. Dein Bett. Ich habe gerade richtig verkackt. Ich habe mein Ei. Das war ein Aufschlauber, das ist jetzt da. Und ich kann immer ein Spiegeleiter was machen. Das ist aber schon geil. Nein. Ah, Ei. Also, ich habe wohl komplett verkackt, obwohl ich es eigentlich geschafft habe. Meine Hose ist nass, mein Bett ist voller Ei und meine Haare sind voller Ei. So, wir kommen dann zum letzten. Und zwar haben wir da zwei Bananen. Es geht darum, dass wir die Bananen in... Fuck! Dass wir die Bananen in einmal essen, also ohne vorabzuschlucken. Also alles ins Mund stopfen. Weh! Und Zimt! Und Eierschale! Fuck! Los. Nie im Leben. Ey, ist so arg. Stopp. Also, mit dem Ende, dass meine Haare voller Ei sind und er eine kaputte Lunge hat, die ist schon kaputt. Zimt. Meine auch, aber. Und eigentlich komplett alles voller Ei ist. Würde ich sagen, ist das mit dem Video? Oh mein Gott, der Himmel ist voll schön. Nein. Gebt mir doch einen Daumen, wenn euch das Video gefallen hat oder irgendwie unterhalten oder so. Und vor allem nur schon, dass meine Haare voller Ei sind. Wie bringe ich das wieder raus? Eigentlich könnt ihr es auch selber probieren. Ich könnte mal selber ausprobieren, die Sache. Also das mit dem Zimt, das würde ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Grund ist. Ich hatte einen kurzen Reiz. Was kommt aus ihr raus? Zimt. Abonniere mich doch gratis, wenn ihr kein Video mehr von mir verpasst. Und schreibt doch in die Kommentare, wenn ihr ein weiteres Video mit meinem Broody wollt. Und dann hoffe ich, sehen wir uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss! Das sind deine Eierhaare.